schafft sie den dritten Erfolg von Antholz. Das gelang ihr 2007 bei den Weltmeisterschaften. Da trumpfte auch Andrea Henkel ganz groß auf, mit damals zweimal Gold. 13 Sekunden Rückstand. Dann jetzt aus dem rechten Korridor die Französin Sandrine Bailly. Die hat 29 Sekunden Rückstand auf Magdalena Neuner gehabt. War fehlerfrei geblieben, erstmals auf einem Podium in diesem Winter. Vorgestern stärkste Norwegerin, Ann-Kristin Flatland. Ihre Mannschaftskameradin Tora Berger wird heute nicht dabei sein, fühlt sich nicht so gut. Lässt diesen Wettbewerb in der Höhe aus. Dahinter jetzt schon Tina Bachmann mit der 5 und mit der 7, Simone Hauswald. Jetzt geht's hier im Sekundentakt. Gerade wollte ich es nochmal unterstreichen. Eine ganz neue Qualität von Magdalena Neuner. Dieses Liegenschießen in diesem Jahr extrem schnell, extrem sicher. Aber genauso wie bei Andrea Henkel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Beide müssen sie einmal in die Strafrunde, 150 Meter lang. Jetzt Sandrine Bailly hat sich Zeit gelassen bis zum ersten Schuss. Tina Bachmann und Simone Hauswald haben auch mit dem Schießen begonnen. Sandrine Bailly ist jetzt durch und wird aufrücken zu den ersten beiden Deutschen. Fehler bei Simone Hauswald und auch bei Tina Bachmann. Die muss zweimal in die Runde, Simone Hauswald einmal. Zaitseva. Die Russin jetzt schnell geschossen und fehlerfrei. Vorn sind sie alle ein bisschen enger zusammengerückt. Das heißt auf jeden Fall, Sandrine Bailly hat Andrea Henkel jetzt erreicht. Die beiden in einer Laufgemeinschaft rund 19 Sekunden hinter Andrea, hinter Magdalena Neuner. So. Ja, jetzt hat es funktioniert. Fantastisch. Diese Serie schöner und besser und schneller kann man es nicht machen. Das kriegen die anderen natürlich mit, schon allein wegen des aufbrausenden Jubels und sind dementsprechend unter Druck. Andrea Henkel jetzt mit dem ersten Schuss der Verfolgerinnen und Sandrine Bailly mit dem ersten Fehler. Oh ja, nicht ganz so schnell wie Magdalena Neuner, aber ebenso tadellos. Aber auch Valentina Semerenko lässt sich nicht lumpen und schießt zum zweiten Mal fehlerfrei. Rückt damit weiter vor auf Rang 3. Und Olga Zaitseva macht Boden gut, denn Sandrine Bailly muss jetzt zweimal in die Runde. Die Russin erneut fehlerfrei. Und da sind schon die nächsten beiden, Simone Hauswald. Sehr schön. Ja, klasse Rhythmus. Wunderbar. Also jetzt flutscht es. Und Marie Durand, die Französin. Eine der besten Liegenschützinnen des Feldes, zeigt das hier wieder null Fehler. Lügina dafür, die Russin, eigentlich auch eine super Schützin hier im letzten Jahr mit dem ersten Weltcupsieg ihrer Karriere. Und hier beim zweiten Schießen mit sage und schreibe 4 Fehler. Tina Bachmann mit einer weiteren Runde. Damit hat sie dann schon 3 gesamt auf ihrem Konto. Ganz hinten rote Mütze, Kati Wilhelm. War sehr schnell abgegeben, daran hat sie gearbeitet, auch mit Andi Stietzel zusammen. Aber dann, dann nicht nochmal. Da steckt jetzt aber der Wurm drin. Fast. Sie Pech gehabt beim 5. Ich wollte sagen, wenn sie erst bei einem Fehler pro Schießen belässt, dann ist sie heute nicht zu schlagen.
Da würde ich mich festlegen. Mit Zweien macht sie es natürlich ein bisschen spannender. Also jetzt 300 Meter Strafe für Magdalena Neuner. Die Chance für Andrea Henkel. Die schießt momentan sehr, sehr stark. Sehr konstant und sehr gut. Ja, sie geht hier in Führung. Andrea Henkel, neue Spitzenreiterin. Erster Fehler jetzt auch für Valentina Semerenko. Die Chance für Simona Hauswald. Hat schneller geschossen als die Ukrainerin und dennoch auch mit Fehler. Jetzt büßt sie den Vorsprung auf Zaitseva wieder ein, denn die hat erneut fehlerfrei geschossen. Olga Zaitseva, die erste der Führenden, die hier mit 3x0 durchgekommen ist. An Christin Flattland ebenfalls 0 Fehler. Und jetzt 15 Sekunden Rückstand von Magdalena Neuner auf Andrea Henkel. Erstmals also neue Spitzenreiter. Dann Zaitseva, dann an Christin Flattland. Tina Bachmann jetzt vielleicht nur mit 0 Fehlern. Die wird jetzt volles Risiko gehen. Ja, das ist unnachahmlich, mit welcher Sicherheit sie die kleinen Projektile da an Schwarze befördert. Und Magdalena Neuner gibt Vollgas. Alles oder nix. Und leider wird sie nicht belohnt dafür. Fehler beim letzten. Da wird sie dennoch mal angreifen. Andrea Henkel ist auf und davon. Das könnte schon der Sieg sein. Denn den Vorsprung wird Magdalena Neuner nicht aufholen können. Und Zaitseva jetzt auch mit ihrem ersten Fehler. Die anderen sind da. Hauswald, Flattland mit jeweils 2 Treffern. Die Russin muss jetzt 2-mal in die Runde. Simona Hauswald 1-mal und an Christin Flattland bleibt fehlerfrei. Semerenko mit 2 Strafrunden. Also die Reihenfolge vorn scheint klar. Deutscher Doppelsieg ist durchaus möglich und sehr wahrscheinlich. Andrea Henkel ist weg. Magdalena Neuner mit einem Vorsprung von etwa 9 Sekunden auf Ann-Christin Flattland. Die ist stark, aber läuferisch nicht so stark wie Magdalena Neuner. Hintergrund, Tina Bachmann vorn, Sandrine Bailly, Startnummer 3, also die dritte des Sprints. Dahinter Sylvie Vicari, ihre Mannschaftskameradin. Die hält sich bravourös, extrem gut, Sylvie Vicari, angesichts der Tatsache, dass sie bei den ersten beiden Schießanlagen gleich 3-mal in die Runde musste. Und Tina Bachmann kommt heute leider überhaupt nicht ungerupft davon. Glückwunsch, Gratulation, sie ist in toller vorolympischer Form. Hoffentlich kann sie die mit rübernehmen nach Vancouver. Das hier war eine Meisterleistung. Klasse, Gratulation, Andrea Henkel. Zürst, perfekte Bilanz hier in der Höhe von Antholz. Zum 7. Mal in Folge auf Siegerpodest. Klasse Vorstellung. War heute im Schießen halt ein bisschen schwächer als dieser Saison auf dem Podium. An Christin Flattland zum 2. Mal Dritte. Einmal Oberhof, einmal Antholz. Also ihr Kommen hat sich gelohnt. Die norwegischen Herren weitestgehend nicht hier. Und die beiden Strahlefrauen bekommen jetzt die Glückwünsche von auch das. Eine fantastische Leistung. Simona Hauswald musste 3-mal in die Strafrunde und ist Vierte. Olga Zaitseva am Ende Rang 5 für die Russin. Von 8 auf 5 gesteigert. Die muss erneut wieder enorm stark unterwegs sein in der Spur. Schon beim Sprint, als sie Fünfte war. Tolle Laufleistung. Gibt es nochmal ein Fotofinish hier? Das hat sie wahrscheinlich knapp verloren gegen ohne Hauswald. 10. Tina Bachmann, 20. Juliane Döll und auf Rang 23 Kathi Wilhelm.